zu lang. Gut, wenn ihr ready seid. Ich bin immer ready, wie du siehst. Hello, Big Boys and Girls beim Big Boys Podcast. Heute in Metal Culture, ganz komisch, ich bin da. Das gehört eigentlich dem Thomas, der eher unser studierter Musikwissenschaftler ist. Aber ich hoffe, ich kann ihn da heute gut vertreten. Und wir reden heute beinhart über Post-Rock. Und ich sage, Post-Rock, wieso? Ist das überhaupt nicht Metal und gar nichts? Ja? Um das zu erklären, haben wir unseren Resident Post-Rock Specialist, Herrn Philipp Otter. Danke. Guten Tag. Danke. Guten Tag, Herr Dr. Professor. Es freut mich, Von Captain. Meiner Lieblings Post-Rock-Band aus Österreich, Mountain. Mit dem norwegischen Ö. Sagst du wirklich Mountain oder? Tatsächlich ist das jetzt ein bisschen zum Meme verkommen. Wir sagen jetzt nur noch Mountain. Mountain. Ja. Berg. Ja, genau. Der Berg. Ja, okay. Ich sage nur ganz schnell, danke für die Einladung, danke fürs Hosten und ja, cool, bist du Zeit. Ich bin super ready. Echt? Ja, und da war schon mein erster Anglizismus und das ist... Fail. naja, da sind wir eh schon verschrien und deswegen... Ja. Ich passe mich an. If you can't fight them, join them. Also, ja. One of us. Warum reden wir über Post-Rock heute? Warum? Ja, weil ich finde, dass dieses absolut weirde und formlose Genre, wenn man das so nennen kann, immer mehr Einzug bekommen hat über die Progressive-Schiene, auch in den moderneren Metal. Also Metalcore oder Djent Music und so weiter und so fort. Und man kann auch gar nicht pinpointen, wann sich dieses Genre gebildet hat, so wirklich, weil da gibt's ja auch mehrere Denkweisen, da sagen viele, die typischen Elemente von Post-Rock, fangen wir mal damit an, würde ich sagen, sind meistens lange, formlose Songs, nicht so mit typischen Strophe, Refrain, Parts, sehr viel Atmosphäre, sehr flächig und auch gar nicht so limited zu typischen Rockinstrumenten wie eben nur Drums, Gitarren. Bass. Ich meine, ja, es baut darauf auf, aber man hört immer mehr auch eben Synthesizer, Streicher, Bläser oder I don't know, Sprachsamples, Soundeffekte, bla bla bla. Und deswegen, sofern ich das verstanden habe, gibt es einige, die meinen, Post-Rock hat sich schon weitaus früher gebildet, so in den 70ern, in dieser ganzen Psychedelic-Rock Geschichte. Ja, das stimmt. Also rein geschichtlich gesehen könnte man da Bands wie Led Zeppelin oder so sogar dazu zählen, wenn ja, man das Genre so einkreisen möchte, dann auf jeden Fall, ja. Aber das finde ich, das zieht halt einen sehr großen Kreis und macht es schwierig, das halt dann zum Lokalisieren, ja. Vor allem super spannend finde ich dann so erste Hälfte der 90er Jahre sind dann sehr viele, wo ich das Gefühl gehabt habe, so sehr viele so Proto-Indie-Rock-Bands oder ehemals Grunge-Bands haben sehr viel zu dem Sound, der Post-Rock typisch ist, halt beigetragen. Auch, ja. Also ja, alles sehr, sehr bewusst analog gehalten. Ne? Sound definiert durch Kombination von eben nur Amp und Gitarre. Ja? Eben gerade, also ich so das dann auch eine Zeit lang rumgetümpelt und so um die 2000er, das dann das Gefühl, da sind dann auf einmal so Household Bands entstanden, ne? Alles hat angefangen mit Explosions in the Sky. The Earth is not a cold dead place. Das war der das ist
Das war, das war der Meilenstein, der die Szene getrennt hat. Der hat den Knopf aufgeschnürt und dann haben sich zwei Levels entwickelt. Der eine war der Mainstream, das war der Major Chords, Reverb, wunderschöne Melodien, die dich zum Weinen bringen. Ja, das welche war, Bands das ist, würdest du dazu ordnen? Also vom Mainstream im Post-Rock 80%. Also es, ob man jetzt von Explosions spricht, ob man von Caspian redet, so die alten... This Will Destroy You. This Will Destroy You, auf jeden Fall. Mhm. Götter mit Mighty Rio Grande. Also es sind so die alten Heroes, die diesen Weg bereitet haben von eben dieser Wohlfühlmusik, wo man sich einfach stundenlang im Major Crescendo wiegen kann. Und dann hat sich's aber eben aufgrund eben dieses Albums auch meiner Meinung nach aufgetrennt in die dunklere Seite. Und da sind da hat sich dann der Metal auch eingeschalten, wo dann eben auch so Bands wie zum Beispiel ISIS ja doch Wegbegleiter waren von, wie können wir die Essenz von Post-Rock nehmen und einfach wirklich fette Gitarren drunter legen. Ja, und in ein anderes emotionales Spektrum, wie du sagst, weg von der Wohlfühlmusik und ein bisschen mehr das Ganze zu verdunkeln. Genau. Ja. Aber einfach auch dieses, also so ist es mir zumindest vorkommen. Und ich meine, ich bin ja eben im Post-Rock-Genre unterwegs seit eben Anfang 2000. Also es hat sogar noch vor diesem Meilenstein-Album damals angefangen, dass ich das verfolgt habe. Und mir ist vorkommen, dass die dunklere Seite, nennen wir es einmal so, also die Post-Metal-Seite, dass die sich auch ein bisschen als Protest gegen die schöne Seite gebildet hat, weil einfach dann sehr viele Leute mich auch mit eingeschlossen und dann auch gesagt haben so, hey, fuck off, ich kann nicht eineinhalb Stunden lang mich nur wohlfühlen mit Musik. So, das ist zwar alles schön und gut und das ist, und man macht das hin und wieder, aber das kann nicht alles sein. Und Ja, voll. Das sehe ich ähnlich. Ja. Ich finde auch, I don't know, ich finde halt spannend, weil zu dem Post-Rock-Genre das Gefühl, es ist nicht, man muss nicht weit gehen, um zum Beispiel in diesen schon so Mathcore angehauchten Gefilden da auch unterwegs zu sein. Ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, American Football habe ich empfunden, als kann man so schwer zuordnen. Ja. Und gibt man aber auch teilweise zu diesen Post-Rock-Begründern daher. Ja. Sie sind tatsächlich Heroes, also eben absolute Heroes. Ja, und das Lustige an dem ist, ich würde es jetzt persönlich nicht unbedingt zum klassischen Post-Rock zählen, aber jeder, der Post-Rock macht, wird über diese Band sagen, die haben mich total beeinflusst. American Football. Total beeinflusst. Niemand hat 15 Jahre über sie geredet. Jetzt haben sie wieder, glaube ich, irgendwas gedroppt und da fahren wir wieder alle, oh, American Football sind die größten Helden. Also, ja. Ja. Ja, bei mir war es so, ja, boah, die Band gibt's, urgeil, er hat sich aufgelöst vor 10 Jahren. Oh. Shit. Ja. Sind die nicht mit einem, sie haben das eine Album, haben sie gerecorded und neu released und dann war es wie gesagt, ich bin da tatsächlich der Anti-Hero, weil ich hab den nie gehört. Ja, tatsächlich. Heresy! Es ist ja lustig, dass du gerade mit mir über Post-Rock reden willst, weil gerade ich habe ja sehr eigene Einstellung zu dem Genre. Okay, sag mir, sprich mir. Wir haben ja jetzt über diesen Knopf gesprochen und über dieses, wie es sich in die helle Seite der Macht und die dunkle Seite der Macht aufgelöst hat. Ja, damit die ganzen Star Wars Leute noch checken. Genau, damit das jeder Nerd auch versteht. Wenn es nicht so ist, dann verstehe ich es. Dann muss es anders sein. Also es ist keine Grauzone, es gibt nur Schwarz und Weiß. Ja, nein, es gibt nur Gut und Böse. Ja, genau. Nein, also für mich ist das, hat sich das ganze Genre entwickelt aus Protest. So, weil ich kann mich noch erinnern, wo wir angefangen haben zu Musik machen, das war Anfang 2000, 1999, glaube ich, da hat niemand von uns Instrument spielen können, jeder wollte Gitarre spielen und niemand hat singen können. Das heißt, wir waren vier Gitarristen,
Bass, Schlagzeug. Ja. Niemand hat singen können, niemand hat Gitarre spielen können. Das heißt, wir haben ein Riff gespielt und dieses Riff einfach 20 Minuten lang, beinhart, nur clean gezerrt. Das war alles. Super. Und das haben wir einfach gemacht aus Protest, weil es geheißen hat bei Konzerten, wer ist denn der Sänger? Ja, niemand. Was seid ihr für Band? Was ist denn das für Band? Und wir haben gesagt, fuck you, wir sind eine Band. So, wir sind halt anders als die anderen, aber wir sind eine Band. Mhm. Ja, und so ist das Ganze eigentlich aus Protest entstanden. Und eben, wie vorher schon gesagt, ich habe dann die helle Seite der Macht auch ein bisschen verlassen, aufgrund, weil ich Kontrast gefehlt. Ja, und mir hat diese Industrialisierung des Genres hat mich gestört. So, es ist jedes Mal, wenn man über Post-Rock geredet hat, es war nur Post-Rock, wenn Tremolo, Crescendo und Wohlfühl ist. Und 20 Minuten Songs. Genau, und das ist einfach, da habe ich mir dann gedacht, so, Post-Rock ist ja als Protest entstanden. Warum? Und vor allem ist es dadurch entstanden, dass man Grenzen auflöst. Mhm. Ja? Warum engt man das Genre jetzt wieder in Grenzen ein? Das leuchtet man nicht ein. So. Ich finde das spannend, weil gerade, ich finde gerade der Diskurs, den wir jetzt haben, kann man doch umlegen auf irgendwie jede Kunstform, weil jede Kunstform, jede neue Bewegung ist immer eine Gegenbewegung auf das, was davor war. Und wenn du es lang genug da hast und es erreicht eine kritische Masse, dann schaltet sich ja automatisch eine gewisse, wie soll ich sagen, diese Vermarktbarkeit dieser Kunstform ja dann dazu den Popularbereich vom Underground-Bereich. Und da sagt man halt dann, okay, gut, Bands wie Caspian, als Household Name, das sind die die Formel rausgefunden haben, und Bands, die so sind, die können wir jetzt vermarkten. Ja, ja, ganz genau. Und die geben dann halt auch die Formel vor und sagen, in welche Richtung sich das Genre entwickelt. Ja. Und alles, was in eine andere Richtung geht, ist dann, wie gesagt, entweder Underground oder etwas anderes. Ja. Und dann dann sind es halt nicht mehr Post-Rock-Bands, sondern dann sind die Angry Kids sind, die aber trotzdem ein Reverb-Pedal haben, und die machen dann Post-Metal. Ja. Den mag ich aber gern. Ich mag Bands da und dort, und ich stimme dir dort zum Teil auch zu, aber für mich ist trotzdem so, nehmen wir zum Beispiel den Metal her, weil ihr seid ja der Big Boys Podcast und viele eurer Hörer kommen aus dem Metal. Über Metal, ja, genau. Und jeder, der Musik macht und der zum Beispiel Metal macht, der weiß ganz genau, was er für Equipment braucht, damit er einen bestimmten Sound kriegt. So, wenn du sagst, hey, ich will Death Metal machen, dann weißt du genau, was brauchst du für Gitarre, was brauchst du für ein Amp, was brauchst du für Pedale, damit du den Sound hast. Egal bei welchem Subgenre von Metal ist es so. Ne? So, da ist wenig Raum und Anführungszeichen für Experimentierfreudigkeit. Und das ist aber jetzt eben etwas, wo ich diesen Crossover beobachtet habe zwischen eben, ich glaube, es hat mit Gent sogar angefangen, wo dann ja Bands wie Volumes waren das, glaube ich, damals, die auch diese Tremolo-Intros gemacht haben, und dann hast du die fetten Breaks drin und so. Das heißt, für mich war bei Post-Rock immer spannend, dass es das eben nicht gegeben hat. Es hat diese Vorgabe vom Equipment nicht gegeben, zum Beispiel. Also es war das Genre für mich, was es besonders gemacht hat, war immer die Art der Musik. Ja. Also wie geht man heran, wie löst man diese Ideen in deinem Kopf auf, die du hast von Musik selbst. Weil auch bei Metal weißt du, okay, jetzt machen wir mal ein fettes Intro und dann gibt es mal eine fette Strophen und dem musst dann eine Bridge haben, die schon, wo du bereit bist, und dann gehst du in Chorus ein und dann fliegen die Haare. Ja, bestimmte Genres auf jeden Fall, das stimmt schon. Ja. Genau, und das aufzulösen, diesen Gedanken auch im Kopf und bei der Herangehensweise, das war für mich immer das Spannende. Ja, voll. Ja, ja. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass gerade im Post-Rock-Genre es oftmals eher darum ging, neue Wege zu finden, und dass man sich da sehr, dass man das sehr willkommen geheißen hat, wenn man gesagt hat, okay, gut, wie seid ihr auf das gekommen? Warum habt ihr diese Kombination an? Das klingt jetzt so, als wären es alle so die Ur-Gear-Nerds, ja. Ja. Muss ja nicht sein. Oftmals war auch einfach nur so, ja, ich habe das rumstehen gehabt und ich habe halt das mit dem kombiniert und wollte eigentlich in die Richtung, bin aber dann auf sowas draufgekommen, ja. Voll. Und das, zumindest eine Zeit lang, hatte ich das Gefühl, dass gerade in dem Genre sehr, sehr erwünscht und gefeiert
war, also wurde, ja. Und es, sowas Ähnliches hat sich aus meiner Sicht in dem modernen Progressive Metal dann auch irgendwie ergeben, wo, wo es dann darum ging, eben, popularmusikalische Strukturen aufzubrechen, und Songs zu machen, die, überraschender sind oder chaotischer oder eben nicht unbedingt dieser Formel folgen wollen oder sie erweitern, ja, oder den Anschein machen, ah, okay, das ist jetzt eine übliche Struktur, aber dann bricht man so auf und dann kommt man wieder zurück, ja. Und das ist nicht schief angeschaut worden, sondern ganz im Gegenteil, das war so okay, the crazier you go and far, und da war sehr viel muss ich sagen, positive reinforcement. Das lustigerweise, dabei. Voll, gar. Nur ich so experimentiere wieder... und geht schon, ja. Eben zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du The Contortionist? Ja. Kennst du die Band? Ja, die ja. Waren ja mitten in, also zwischen, ich sag jetzt mal, dieser Deathcore-Ära und wie sich das allmählich immer mehr in Modern Metalcore Gent verwandelt hat. Ja. Da waren die auf einmal drin und haben eigentlich am Anfang geklungen wie modernere Deathcore-Bands, eben so in Richtung Whitechapel und so. Und auf einmal bricht der Song auf, hört auf und alle schalten den Clean Channel und spielen Post-Rock-Parts mitten rein. Ja. Und da was ist jetzt auf einmal, was ist jetzt hinig? Ja. Und dann hat man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt und gesagt, ah, okay, da ist ein Konzept dahinter. Da geht's nicht nur um Zerstörung, sondern da geht's auch um eine Reise dahinter. Und dann ist man drauf gekommen, dass diese Art von modernen Progressive Metal Bands einfach keinen Fick mehr darauf geben und vieles durchmischen. Und zwar nicht nur sequenziell, sondern eben auch dann anfangen, eben diese Pads und Strukturen über ihre Metal-Riffs zu legen, ja, und zu schauen, wie funktioniert dieser Kontrast von etwas, was so ätherisch ist und schwebt und so etwas Massives wie ein Hammer drunter, ja, wann funktioniert's besser, wann nicht und so weiter und so fort. Ja. Und da kam dann schon noch ein gewisses Mindset und eine gewisse Openness und da habe ich das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt genau das Gleiche wie damals, wie sich für mich Post-Rock entwickelt hat. Mhm. Ja, diese Offenheit und dieses bitte überschreitet Grenzen. Ne? Mhm. Ich meine, macht's, was ihr wollt. Ja, nehmt traditionelle Strukturen auch. Ja, weil es ist ja cool, so hin und wieder ganz eine poppige, klare Struktur zu haben, ist ja etwas sehr, wie soll ich sagen, das kann einem schon eine gewisse Sicherheit geben, wenn man unheimlich damit spielen, vor allem. Du kannst den Zuhörer einfach einlullen, er glaubt, es kommt jetzt das, was er kennt. Was er eh kennt und dadurch verlierst du noch viel mehr, ja. Voll, ja. Und eben dieses Mindset und diese Offenheit kam eben dann wieder und das ist etwas, wo ich die Impression hatte, dass das in dieser Szene sehr, sehr gefeiert wird. Oh no. Oh. Wie war das mit technischen Schwierigkeiten? Wir wollten es nicht verschreien. So. Achso, sind wir wieder. Geht schon. Okay. Ich war eh fertig. Skype hat mir jetzt gesagt, ja, kriegt die Schnauze, lass den Philipp reden. Nein, ich wollte nur noch schnell einhaken, weil du jetzt eben von der Cartoonist geredet hast, was ich nämlich auch super spannend finde, ich weiß nicht, ob ihr die jemals gehört habt, aber Between the Buried and Me. Ja. Seinerzeit. Alaska, aber vor allem das Album davor, wo Mordecai zum Beispiel drauf war, oder eben mein Lieblingslied von ihnen, Ad al Gugelmut. Das ist nämlich das Lied, was einfach das härteste Brett aller Zeiten fährt, nur um dann in einen 30 Sekunden, nein, ich glaube es ist sogar länger, eine Minute 30 Part überzugehen, der dich zum Weinen bringt vor lauter Schönheit. Aber ich kann mich noch erinnern, ich persönlich komme eigentlich aus dem Hardcore. Ich war ja eher Hatebreed und Terror und Let's Go, das waren meine Bands. Oh, yeah. So. Und ich weiß noch, dann war ich auf einem Festival, wo eben Between the Buried and Me gespielt haben.
Weil die war am Anfang total, wieso zwillt der so? Weil das mag ich einfach nicht so. Das, auf jeden Fall haben sie dann die Nummer gespielt und ich habe fast geweint. Ich bin im Moshpit drinnen gestanden, ich habe stehen bleiben müssen. Ich habe gedacht, das kann ja nicht sein, was ist das? Und so ist dann auch meine Liebe zum Delay, also zu dem Gitarreneffekt, dem Delay entstanden. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, oh, es gibt ja sogar ein Genre, die was dieses Pedal, diesen Effekt quasi so als richtig auspresst. Richtig, ja. Nur alles drenchen. Da habe ich gesagt, da bin ich jetzt dabei. Ja. Da bist du dabei. Aber ja, also ich bin da auch bei dir und ich denke aber, es hat vielleicht auch etwas mit Langeweile zu tun. Mit Langeweile. Ich kann mir vorstellen, dass die Änderung von Genres und das Aufsprengen von Grenzen passiert, wenn Langeweile entsteht durch ein Genre. Weil was ist beim Metalcore passiert? Bands wie für mich persönlich, ich höre sie nicht, aber es ist so eine Vorreiterband für mich, die was diesen Sound im Mainstream, diese Soundänderung gebracht haben ohne Backlash, das waren die Bring Me The Horizon, die es ja tatsächlich geschafft haben, von ihrem Deathcore jetzt zu so einer Elektropop. Ja, eine Linkin faszinierende Park. Reise. Faszinierende Reise, ja. Und vor allem ohne Backlash. Es hat nie geheißen, war die Sellouts oder irgendwas, sondern die Fans sind mitgegangen. Und ich glaube, das war, weil die Fans auch schon gelangweilt waren von dem Standard Strophen schreien, Refrain singen, Bipapo. Die haben dann auch gesagt, wir wollen irgendwas Neues. Und ich glaube, wir sehen ja jetzt Ähnliches mit Nu Metal. So, seinerzeit, jeder hat Nu Metal gehört, Nu Metal, Korn, jeder war voll dabei. Dann hat es irgendwann aufgehört, dann war es total uncool, Nu Metal zu hören, weil, was soll dann der Scheiß? Dann hat es nur ironischerweise hören dürfen. Ja, genau so. Und wenn jemand gesagt hat, er hört gerne Limp Bizkit, muss ich jetzt aber immer dazu, ich sage jedes Mal, Wes Borland, einer der besten Gitarristen aller Zeiten, was der damals bei Limp Bizkit gespielt haben, das waren heute Post-Rock-Bands, ja, und es wird aber nie jemand zugeben, so, aber, und es kommt jetzt auch wieder, so, die Leute, jetzt fängt wieder, also diese neue Ära von Nu Metal, die ich auch wieder voll mitfeier, finde ich ziemlich cool, und das hat sicher auch was mit Langeweile zu tun, einfach weil die Leute jetzt auch keine Breakdowns unbedingt mehr hören wollen, so. Welche Bands würdest du sagen, also wenn wir jetzt kurz in den Nu Metal rüberschauen, welche Bands würdest du sagen, sind im Moment... Scheiße, glaubst du, mir fällt jetzt ein Name ein. Okay. Das ist immer, ja, aber so. Es gibt, also, ich weiß jetzt nur eins, irgendwas mit Haze, die waren Weltklasse, wo der Sänger, der Schlagzeuger singt und rappt, unglaubliche okay. Breakdowns und unglaubliche, unglaublicher Korn-Vibe drinnen, mag ich voll gern. Ja. Nice. Nice, da. Ja. Also wir haben die Langeweile, wir haben den Protest. Du hast in unserer Vorabbesprechung, ja Leute, das gibt's, es ist nicht so alles on the spot, hast du gemeint, für dich ist der Post-Rock auch was Politisches? Ja, absolut. Ja? Absolut, absolut. Magst du mir das erklären? Ich kann es gern versuchen, es ist natürlich eine sehr subjektive Sache. Ich will jetzt nicht dem Post-Rock etwas Politisches unterstellen, aber ich tue es jetzt trotzdem, weil ich bin ich. Also meine Lieblingsband generell und Post-Rock generell ist Godspeed You Black Emperor. Nice. Und Godspeed You Black Emperor haben so viel von dem gemacht, was ich auch gemacht habe, ohne zu wissen, dass das jemand anders schon gemacht hat. Das war zum Beispiel die sind 1998 zu dritt auf Tour gegangen, ohne vorher geprobt zu haben, und haben gesagt, jeder von uns spielt nur einen Ton. Jeder Gitarrist hat nur einen Ton gespielt, eine halbe Stunde lang. So haben sie dann eine Stunde Set gehabt und haben nur einen Ton gespielt. Und dann da haben sie ja 5, 6 Konzerte so gespielt und dann haben sie gesagt, wir haben jetzt einen Riff und wir spielen dieses Riff eine Stunde lang. Und das haben sie durchgezogen. Sie sind auf Amerika-Tour gegangen und haben nur einen Riff gespielt. Allein diese Härte, allein dieses sich umstellen und wirklich auf alles zu scheißen, was es auf dem Planeten gibt, was irgendwie zusammenhängt mit Konzert. Das hat mich begeistert. Und wir haben damals in unserer Performance-Kunst. Extrem, aber es war einfach fuck you. Es ist uns egal. Ja. Und wir haben das damals mit unserer ersten Band auch so gemacht, nur wir haben es halt aus dem Grund gemacht, dass wir es nicht besser kennen haben. So. Aber du wirst dir, oder ihr könnt euch mein Erstaunen damals vorstellen, als wir dann unser
fünftes, sechstes Konzert gespielt haben, wo wir eben, wir haben ein Lied gehabt, das hat 18 Minuten gedauert und das war tatsächlich nur ein Riff. Es hat nur das Einzige, was sich geändert hat, war die Dynamik, aber sonst war es nur ein Riff. Und du kannst dir meine Begeisterung vorstellen, als ich dann gelernt habe, es gibt eine Band, die das tatsächlich macht. So, die eben nicht, weil sie es nicht besser können, aber die einfach sagen, na, wir wollen das jetzt so machen. Mhm. Und ab da war meine große Liebe für diese Band geboren. Und diese Band hatte dann das Album F-Sharp, A-Sharp, Infinity herausgebracht, was für mich das Album überhaupt ist. Und das kommt, ob man will oder nicht, mit einer großen politischen Message daher. Ja. Die eben diese extrem gegen den Kapitalismus, der Anfangsmonolog, nur kurz angerissen, der davon handelt, dass eben quasi der Kapitalismus die Welt in die Apokalypse getrieben hat. Allein diese Vorstellung, die war natürlich für mich damals als junger Typ total, also ich damals Irokesen gehabt, voll Punk und ich so, das ist es, weißt du. Mhm. Aber eben mit diesen subtilen, es steht eben nicht irgendein Sänger vorne und brüllt die an darüber, wie scheiße alles ist, sondern sie haben es mit den Instrumenten und der Melodie gemacht. Und das hat meine Liebe getriggert und das hat mich auch politisch geformt seinerzeit. Ja. Deswegen, und weil du mich gefragt hast, ob das Genre selbst politisch ist, ich wage es zu bezweifeln, aber ich habe noch nie von irgendeiner rechten Post-Rock-Band kehrt, beziehungsweise war mir noch nie irgendjemand aufgefallen, der in irgendeiner Form irgendwas mit dem rechten Spektrum zu tun hat. Ja, so du sagst, voll. Also wüsste jetzt auch nicht, also ich würde das Genre, wenn ich es politisieren, also politisch kategorisieren müsste, würde ich auch eher sagen, das sind ja so das goddamn Hippies. Ja, die Linkslinken, die, was sich dann um Homeless People kümmern und dann irgendwo in einem verschneiten Bunker ellenslange Musik spielen. Ne? Voll. Stimmt. Ist aber, muss ich aber dazu sagen, also ist ja etwas, worauf ich ein bisschen stolz bin. Also, Ich flex ganz gern damit, dass im Post-Rock eigentlich alle Leute sehr cool sind. Ja, ich weiß nicht, so die Post-Rock-Menschen, wenn ich das nennen darf, die ich dich kennenlernen durfte, eben auch so von Bands eben wie Caspian, This Will Destroy You, God is an Astronaut. God is an Astronaut. Wie heißt denn die Porn? Tides from Nebula. So gute Menschen, weißt du? Das ist richtig. Wir haben zum Beispiel mit Mönten, wir haben öfter auf Metal-Festivals gespielt, als glaub, Post-Rock-Bands erlaubt sind. Und ich will jetzt nicht den Metal als ganzes dissen, auf gar keinen Fall, weil ich liebe Metal, ich bin Metal, keine Frage. Aber wie oft ich mit Metal-Dudes immer diskutiert habe auf der Bühne beim Umbauen wegen irgendwelchen Sachen mit Instrumente, das passt auf keine Kuhhaut. Wohingegen dann eben zum Beispiel jemand wie Tides from Nebula, die leben von ihrer Musik, aber die grinden so heftig, also die sind nur am Touren, nur am Recorden. Und wir haben mit denen gespielt in Innsbruck. Wir sind da mit einem Auto hingefahren, unser ganzes Equipment irgendwie eingepresst in diesen kleinen Kotter und sind dann nach Innsbruck gefahren. Wie gesagt, ne? Ja, und Tides from Nebula waren da und bei uns hat dann irgendwas gefehlt, ich weiß es jetzt nicht mehr, ich glaube es war ein Speaker-Kabel, irgendein Problem war und die sind innerhalb von 30 Sekunden da gestanden und haben gesagt, hey guys, you wanna borrow this? You wanna borrow this? Hey, you wanna have this? Und wir waren voll so, what? You serious? Ja, es war, also, das, da haben sie einen guten Stein im Brett bei mir. Ich habe das Gefühl, dass auch Bands aus dem Genre, gerade im Metal, oftmals sehr, sehr willkommen sind. Also ich kenne dann doch einige Festivals, wo ich mir dann denke, okay, das ist aber so eine Post-Metal, Post-Rock-Band, ja, und die spielt da gerade nach einer Black-Metal-Band zum Beispiel, ja. Es ist tatsächlich immer besser geworden, ja. Ja, das finde ich so spannend, dass ich eben nicht nur Elemente, aber auch Bands und halt auch Approaches,
wirklich so in alle möglichen Genres irgendwie so reingeschlichen hat, so allmählich, ganz wenig, so da ein bisschen und da ein bisschen, ja. Und Leute haben das aufgenommen und irgendwie so, ja, also ich kenne eben auch nur sehr wenige Leute, die irgendwie sagen, ja, Post-Rock, vielleicht. Ah, ich kenne schon ein paar. ich kenne einen, ein guter Freund von mir, der hat gesagt, ja, das ist die, ich sag's jetzt sicher falsch, die Musik der guten Hoffnung oder so. Aber er hat in dem Sinne gemeint, er wartet darauf, dass endlich was passiert. Ja, er hat Hoffnung drauf, dass endlich knallt, aber es knallt nicht. Ja, Shoutout, Noel. Markus Wessig. Unheimlich großes Problem, meiner Meinung nach, auch von dem Genre und von vielen Bands. Ja, das ist einfach dieser Zeitpunkt, wo es Klick machen sollte. Wenn der nicht kommt, dann ist schwer. Und ich verstehe jeden, der zum, sagen wir so, beim Post-Rock lebt ja sehr vom Sound. So, weil eine Performance bei Post-Rock, sicher gibt es jetzt diese Dudes, die was die Gitarre umschmeißen, als würden sie. Aber das ist, wenn du ein bisschen älter bist, dann denkst du so, hey Guys, komm schon. Ja. Also, ihr spielt a Seiten, a Ton, 5 Minuten lang, ihr müsst jetzt nicht abgehen, als würdet ihr, weiß Gott, was für ein Riff spielen. Das heißt, ich gehe mal nicht zum Post-Rock-Konzert, weil ich die Performance sehen will, sondern ich gehe ja hin, weil ich den Sound, ich will die Soundwand hören. Und wenn du das große Pech hast und du gehst auf ein Post-Rock-Konzert zum ersten Mal und du kommst irgendwo hin, wo der Sound nicht gut ist, das tut man dann echt leid. Ja. Aber, ich meine, ja, voll. Finde ich cool, dass du das sagst. Weil auf der anderen Seite hatte ich auch immer oder häufig das Gefühl, Postrock muss ein bisschen janky sein und Ecken haben und das muss rauschen und krachen. Also ich hab sehr viele Postrock-Bands gesehen in Locations, die sehr unvorteilhaft waren. Ja. Aber gerade das, weil ich denke mir dann oft, ja, ich kenne die Musik ja eh in ihrem Studiozustand. Jetzt möchte ich das Ding mal hören, wie es am Klo quasi. Also jetzt nicht am Klo, aber halt, ja. Aber so bist du. Das ich gibt jetzt dann mal, schon, das gibt dann schon einiges dazu. Und ich sag mal so, die Menschen, die sich mit dem Genre beschäftigen, haben A, viel Geduld und zweitens Verständnis und sind sehr kontextbezogen und können relativieren, ne, und finden es halt auch spannend, wenn mal was anders ist, ja, oder wenn was unvorhergesehen ist, ja. Ich sage, die Zuhörer und die Audience vom Post-Rock, die wissen, was Post-Rock ist und sich bewusst auf Post-Rock einlassen, die sind ja cool. So, denen kenntest eben die richtigen Fans, denen kenntest, da kannst mit einem Stock auf ein Becken hauen für 10 Minuten und die werden trotzdem irgendwas drinnen finden und aufgehen und das spielen irgendwie. Aber der Gegenwind kommt dann meistens von Musikern, die dieses Genre eben selbst auch spielen. Und die dann sagen so, was ein Multi-Effekt-Gerät, was du hast keine 20 Drähter, lame. Ich habe immer gesagt, lustigerweise, das größte Kompliment, das ich jemals für unsere Musik gekriegt habe, war, wir haben mit Goddess and Astronaut gespielt im Dom im Berg in Graz. Super geile Location, wirklich, und super cooles Konzert. Und die Tochter von unserem Bassisten hat das gefilmt aus dem Publikum mit dem Handy oder mit der Kamera. Und wir haben uns das dann im Nachhinein angeschaut. Und dann war da neben ihr zwei Dudes, die miteinander geredet haben, während wir gespielt haben. Und der eine sagt zum anderen so, boah, also ich würde sowas bei der Art von Musik, würde ich sowas nie machen. Was? Ich würde das nie machen. Also die haben das eher gehatet. So. Und für mich war das aber das größte Kompliment, weil ich mir gedacht habe, genau deswegen, weil ihr das nicht machen würdet, machen wir das. Also, ja. Voll. Ja. Ich schaue gerade meine Liste durch. Eben noch ein Post-Rock-Bands, die ein bisschen. Reden wir über die Wiener Post-Rock-Szene. Welche Wiener Post-Rock-Szene? Die Wiener Post-Rock-Szene. Hey, ich weiß ja nicht, wie, ob ihr wisst, wie glücklich ihr euch schätzen könnt, aber es gibt in Wien zum Beispiel Bands wie Bock. Ja, Bock. Bock hauen auf die Schnauze. Man könnte es jetzt eher in den Post-Metal tun, aber... Ja, na, die
Aber das sind auf Boom, ne? So, oder Myra. Ja. Myra Borg, sind, Myra Borg, sind, Borg, Borg, Myra und Mole. Lemore, ja, Lemore sind so, ja. Das Zwei-Mann-Orchester. Ja, die sind so over the top. Pah, ja. Also, wir haben die damals zu uns zum Festival den Sommer geholt beim Woodstock-Boy. Mhm. Ja, es war unglaublich. Also die, wie heißt das Festival? Das Woodstock-Boy. Okay. da brauchen wir definitiv Links dazu, bitte. Ja, ja, gern. Ich bin jetzt da im Bandkomitee und wir sind heftig am Planen, aber es ist sehr cool, weil es ist eben in Stockenbeu. Das ist ein kleines Bergdorf bei uns. Aha. Und es ist ziemlich cool, wir haben einen ganzen Wald quasi. Und zwar Bühnen und das im Wald ist schon sehr nice. Shit. Okay. Ja. Ja, cool. Cool. Na, aber würdest du sagen, so außer den jetzt genannten Plus Mountain, wen haben wir dann noch in Österreich, wo du sagst, das sind definitiv die spielen da vorne mit, die findest du cool und interessant? Und ja, cool und interessant finde ich viele, aber wenn wir jetzt einmal bei Post bleiben, wenn man Post nimmt und jetzt nicht nur auf Rock oder eben Post Metal hernimmt, dann auf jeden Fall Amer. Ah, die Doom Boys. Die Doom Boys, ja, sie wollen gern Doom sein, aber sie sind alles so emotional, dass es ist einfach immer, wenn man sie einmal live gesehen hat, man spürt das einfach so, wie man eine gute Post-Rock-Band spüren sollte. Mhm. Die sind natürlich sehr geil. Leider gibt es Alderaan nicht mehr. Alderaan aus Graz damals. Oh, das ist so arg, weil mit Amer sind wir im Proberaum. Ja. Und das letzte Alderaan-Konzert, da habe ich, glaube ich, bei einer anderen, ja, das war in Graz, glaube ich, da habe ich bei einer Band ausgeholfen, wo wir am gleichen Abend gespielt haben. Da habe ich gedacht, boah, so ein geiler Bandname, so eine geile Band. Was, das ist euer letzter Kick? Ach Gott, ja. Es war American Football all over again. Ja. So, no! Ja, das war. Da hat sich das Zeitfenster kurz geöffnet, gell? Ja, voll. Na, und eben natürlich, unsere Nachbarn quasi, die Domina, brauchen wir nicht reden, Domina ist Domina. Wobei jetzt von denen schon länger nichts mehr gehört habe, aber der Schlagzeuger, lustigerweise, hat ja bei uns am neuen Album mitgeholfen. Nice. Er hat zwar nicht Schlagzeug gespielt, der Kutter, aber er hat beim Gesang mitgeholfen. Spannend. Ja. Er hat selber gesungen. Er war auf jeden Fall bei uns im Studio und die haben mich voll gefreut und er hat dann ein paar sehr coole Sachen gemacht. Also, geil. Ja. Geil. Klingt. Ja, und sonst. Ja, es ist. Deswegen habe ich halt gemeint, also die Post-Rock-Szene. Also, I don't know, für mein Verhältnis, sind da etwas zu wenig Leute Lehnen. Involviert. Lehnen, wobei Lehnen eben jetzt ja, würde ja eher in Richtung Shoegaze jetzt gehen, vor allem mit dem neuen Release, was sie jetzt gedroppt haben, weil sie ja immer sehr viel Gesang drinnen haben. Mhm. Aber die sind da super nice, also. Voll. Ja. Ich hab Shoegaze nie irgendwie weggegeben von Post-Rock. Das war für mich relativ, alle haben viele Pedals und schauen die ganze Zeit am Boden. Ja, ich habe Shoegaze immer nur dadurch identifiziert, dass halt noch ein Song dabei ist, dass irgendjemand mit ganz viel Reverb im Hintergrund umjammert. Das war immer so. Na, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ja. Ich habe am Anfang sogar den Justin Vernon von Bon Iver. habe ich auch irgendwie dazugeben wollen. Also ich hatte das Gefühl, dass aus dieser Sparte von dieser Folk-Rock-Musik... Hands down. Wenn wir mal wirklich ehrlich sind, gell. Sind wir ehrlich? Die Diskussion fange ich so gern an. Wenn mir irgendjemand erzählen will, ja, Post-Rock ist total experimentell und das Genre geht immer noch vorne. Das ist ja Bullshit. Seit 10 Jahren her den gleichen Scheiß. Sorry. Wir selbst spielen ja den gleichen Scheiß. Es ist immer das Gleiche. So, aber wo wirklich die Sache meiner Meinung nach noch vorne geht, ist ja, und man könnte jetzt hergehen und das Ganze nennen Post-Pop. Aber eben sowas wie Bon Iver, RJ zum Beispiel, das sind zum Beispiel Bands, die wirklich neuen Shit probieren, die wirklich
die ja auch in klassischer musikalischer Besetzung sind. Ich weiß nicht, ob ihr Bon Iver schon einmal live gesehen habt, aber das ist einfach eine Rockband, die oben steht, aber halt einfach super weird ist. Und die wirklich Sachen aufbrechen. Ja, soll, ja. Ja voll, also voll, da fange ich dann gern zum Streiten an, wenn mir dann jemand... Na, okay. Da habe ich das Gefühl, sie nehmen wirklich sehr, sehr major Elemente aus anderen Subgenres heraus und nehmen die mit, ja. Und wie du sagst, die machen irgendwas Weirdes, ja. Was aus meiner Sicht dann wieder diesen Kreis schließt, der in den 70er Jahren begonnen hat, mit eben diesen psychedelic Space Rock und so. Ja. Ja. Nur, dass sie sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel Acid reinknallen wie damals. Ja, voll. Das fühlt sich auch süß und halt. Vielleicht. Gechippt und trinken Wasser und essen ihr Gemüse und so. Chai Latte. Ja, also zur Conclusion. Ja. Post-Rock ist, wie gesagt, ist so formlos wie die Musik selber und hatte ich nie das Gefühl, dass es tatsächlich ein determiniertes Genre ist, ja, oder ein Subgenre, und hat auch nie so eine wirklich eigene Szene, wie im Vergleich zu das, was wir schon behandelt haben, der Thrash Metal oder was wir noch behandeln wollen, ja. Also wir haben gesagt, so auf unserer Reise werden wir mal noch so Metal-based Sachen, ebenso so wie Death Metal, Black Metal, dann kommen wir zum New Metal, aber wir wollen auch andere Genres ein bisschen mehr beleuchten, aber das soll auch eine organische Entwicklung sein. Und ich habe mir von Anfang an gedacht, okay, Post-Rock würde ich gerne beleuchten, aber man kann es echt nicht so abstecken, ja, nicht so gut wie andere Genres, wo man wirklich sagen kann, okay, gut, da waren der Haufen von Bands in der Stadt, in dem Jahr und da war das, ja. Und seit da kann man definitiv, oder da würden viele Leute sagen, eine eindeutige Mehrheit an Leuten, das ist der Beginn von bla 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 Metal gewesen. Ja, das stimmt. Ja, das geht dann nicht so. Ja. Voll. Aber es war trotzdem immer omnipräsent und hat es immer wieder mal so auf eine weirde Art und Weise durch die Genre-Tür geschaut und ein bisschen was dagelassen. Ist dann wieder gegangen. Das stimmt. Ja. Und deswegen finde ich, ist dieses, sollte dieses weirde Thing, das Post-Rock ist, zumindest so ein Honorary Mention kriegen und dann sagen, ja, das ist halt schon immer da gewesen, das war nicht groß, ja, aber hat trotzdem hart beeinflusst, ja. Und es ist eins der wenigen Genres, die wirklich aufs Maul hauen können, aber halt eben nicht die dann zurücklassen mit diesem, ich will jetzt jemanden umbringen, Gefühl, sondern mit diesem Durchordnen, irgendwo ein bisschen Hoffnung schöpfen, ne? So, das ist mir auch immer sehr wichtig. I want to crush you with emotions. I want to crush you with love. Far. Das war's von meiner Seite. Hast du noch abschließende Worte zu dem Genre, zu was auch immer? Am allerbesten soll es halt passen zum Genre, aber hast du was? Ich habe immer irgendetwas. Und genau darauf habe ich so hart gehofft, dass es durchkommt. Na, auf The Voice. This time, this summer. Post-Rock will change again. But this time it's different. Es geht nicht ohne, ich kann nicht aufhören. Ja, abschließende Worte zum Genre. Ja, oder zu unseren Hörern oder. Whatever, bro. Send help. abschließende Worte zu den Hörern. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und sich dieses Rambling angetan hat. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der das einmal anhören möchte, auch in dieses Genre hören möchte. Wie gesagt, Explosions in the Sky ist für mich persönlich ein sehr guter Anfang, wie man schön in das Genre gleiten kann. Liebe Grüße gehen raus an alle befreundeten Bands, die vielleicht das jetzt anschauen, an euch sowieso, und an das Genre und die Liebe zu dem Genre kann ich nur sagen,
Veränderung ist Teil vom Leben, von uns alle. Das hat gar nichts mit Musik primär zu tun. Veränderung ist das, was dem Leben die Würze gibt. Und deswegen wünsche ich mir, dass Menschen auch bei der Musik diese Veränderung mehr embracen und mehr Geschichten erzählen. Das endorsen wir. Auf jeden Fall. Ist sehr cool. Ja, Philipp, cool, dass wir endlich mal Zeit gehabt haben. Probieren wir ja auch schon etwas länger, dass wir halt zusammenkommen und dabei quatschen können. Und danke für deine Expertise und deinen Insight zu Post-Rock. Stelle auch dickes, fettes Danke an die beste Klangfarbe der Welt. Custom Music Store in Wien, dass die den Big Boys Podcast auch supporten in der Promotion und das Gesagte und das Gewusste uns helfen weiter zu verbreiten und auch coolen Scheiß zur Verfügung stellen. Mhm. In diesem Sinne, Post-Rock hören, massiv bleiben und stay big. Stay big. Und jetzt noch in Movie Voice. This time, it's time to stay big or go home. Sylvester Stallone is big. Dankeschön, sehr gut. Oh yeah. Ja, schön. Oh, ich hoffe, es hat irgendwie gut gekommen.